Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 mit dem Klicky und dem Stenker Fritze. Randy. Hallo. Ich überlege gerade, wo muss der Mais hin? Mais. Körnermais. 582 ist der höchstbietende. Es bleibt auch da. Getreidewerner oder Güterbahn? Ne? Da fahren wir Güterbahnhof. Hauptsache schnell. 70%. Ja, doch. Jetzt den Kleinen aus meinem Lager geschickt und mir hergestellt. Der Kleine ist da nichts drin, oder? Ne, doch. Na, was soll denn da drin sein? Da müsste immer Mais drin sein, oder? Ich weiß nicht. Wieso ist da der Große nur halb voll dahinter? Ist da? Weiß ich nicht, der Kleine stand, glaube ich, zuerst da. Ach so. Ach Mann, ey. Oh, quält er sich den Berg hier hoch. Haben wir schon 100.000? Was? Ey, haben wir schon 1 Million? Vielleicht. Sag mal. Ja. Soll ich das echte Stenkerfurze erzählen? Ja, mach. Mach! Das Befehl von oben, Junge. Huch. Klicki, frag mal, wie viel wir haben. Wie viel haben wir? 1.042.000. So ein Russenkind, ey. Danke. Bitte. Papa Putin kommt bald bei dir vorbei. Warum? Weil es mein Papa ist. Wenn du schon als Russenkind bezeichnest. Weil er halt Polen kommt. Die Hänger kommen gleich! Boah! Ich war bekloppt. Mann! Das ist eine Organisation da hier. Ja, wenn da Kunde hier nicht nur Scheiße bauen würde, sondern mal was Produktives leisten, dann müsste ich hier nicht alles alleine machen. Der hätte ja schon lange die Hänger wegfahren können, oder hätte hier. Ich mache alles alleine. Nee, der hätte ja nicht hier. Was hast du gemacht? Du bist mit dem Scheiße-Ding im Dorf rumgefahren, hast die Leute voll gespritzt. So, und jetzt muss ich hier noch die Anhänger wegfahren. Zieh dir den Rock an, ist dein Eis, Junge. Oh, schön. Mann. So. Ich will eine Kettensäge auf der neuen Map. Kann man leider nicht machen. Warum? Bist nicht alt genug drüber. Bin ich wohl. Weil du auf der Karte doch alles kurven musst. Sprich, du musst die ganzen Bäume kurven. Du musst erstmal einen Kettensägenschein kurven. Ach, so da musst du eine Schutzhose kurven, einen Gehörschutz kurven. Da wird ja von der Mille drinne sein. Ja, dann reicht's aber nicht mehr vom Drescher. Na, genau. Eine ganz teure Schnittschutzhose. Hm. Bleiben jetzt eigentlich die Hänger? Lach nicht noch blöd, Junge. Wegen dir ist ja alles im Verzug. Also, wegen dir. Hey, ich mach dich ein Messer, ey, du Opfer. Stellst du den ersten Teil vorne an das andere Teil? Oh. Also, soll ich auch noch auseinander machen, ja? Ja, nicht klar, und dann wird's zusammen. Nee, das mach ich nicht. Hier vorne jetzt rechts hinstellen, den ersten. Was stellst du denn hier? Die, hier ich vorne tank dich jetzt weg. Ab. Und dann stell ich die da vorne hin und dann hältst du jetzt die Fresse. So. Ich kann, was ist das für eine Zeit? Das ist hin und her gefordert. Oh, Amateure, ja. Was machst du denn überhaupt, hä? Ich überlege gerade, wie ich dich am besten wegramme. Mit dem Licht am Fahrrad, oder was? Wenigstens richtig keine Ordnungswidrigkeit im Gegensatz zu dir. Ich hab kein Fahrrad. Ah, das ist ein Bruder. Darfst du die großen Sachen fahren? Die mit zwei Spuren. So. Ach, hier drüben ist ja das lustige Feld, was ja Raps in der Mitte hat. Keine Ahnung warum. Lächerlich. Ich lach mich tot, ey. Der Anhänger ist doch leer hier. Ja gut, wüsste ich nicht. Was machst du eigentlich? Du machst dann nur sinnlose Hundekacke, oder?
Komm, häng den Anhänger an und verkaufen, ey. Mach was Produktives. Dass wir den ganzen Kleinkram noch loskriegen. Ist jetzt hier noch irgendwas drin in der Halle? Nee. Gut. Ich hab einen Stalker. Das ist nicht normal, ey, ohne Scheiß. So. Hier steht alles noch drin. Ach, Mann. Starkes Ding, du. Starkes Ding. Ja, genau. Häng was an und fahr mit. Ne. Das habe ich nicht verdient. Ja, doch. Das habe ich einfach nicht verdient, sowas. Doch, doch. So nett und lieb, wie ich immer bin, und dann sowas. Ach. Nett und lieb. Bei der Auslegung, sag mal. Hm. Fuck. Und Klicki, wie ist es so? Oh, alles frisch. Soll ich mal dreschen? Weil dann habe ich den Stalker hier vom Hals. Auf wen willst du denn eindreschen? Auf den hier, hinter mir. Achso. Steht irgendwas mit Sachsen. Ich weiß nicht, ob das das Bundesland gemeint ist oder. So, das auch verkauft, wunderschön. Au. Ist das ein Vollhunk? Dann nimm dich als Ballenpresse. Mach ich auch. Kannst einen Arschloch-Sammelwagen nehmen. Da stand ein Fass, Homo. Da bleibt er nochmal hängen. Ach nee, Randy, bist so süß. Irgendwann bist du auch mal groß und kannst du tolle Auto fahren wie wir. Ein Traktor fahren. Traktor, Auto. Da sind wir was zusammengemischt. Willst du denn? In your face. Wie er sein Mikro schnauft, herrlich, ja? Du hast aufgeregt. Weißt du, bestimmt so ein richtig angestrengtes Gesicht, eine Zunge gerade so draußen, so. Hauptsache das Brett hier wieder zugemacht, ey, es ist immer dasselbe. Ey, du hast echt eine an der Waffe. Kauf deinen Traktor gleich mit, den brauchen wir auch nicht mehr. Ach. Sag mal, bin ich jetzt hier. Krieg ich das jetzt hier noch hin oder was? Oder wie sieht das aus? Nein, nein. Nee, oder? Ist nicht drunter.
Ey, wieso? Jetzt hat er. Ey, da war aber die Sämaschine abgebildet. Ich hab jetzt extra die Dings. Ich hab extra geguckt. Ja, Traktor verkauft. Ja, ja, aber ja, es war die Dingsbums abgebildet. Und schleppst den Rest woanders hin. Kannst du mich mal, es ist schon alles dort. Alles? Fast alles. Darf ich auch mal Drescher fahren? Leider nein. Ich will auch mal Drescher fahren. Na, Heckenschnei. Ey, das macht man nicht. Hätte hinten, ey. Oh, na schön, du hast da vorne noch Raps, ne? Du hättest das zweite gebraucht. Ja, aber das geht eh nicht alles rein. Ach klar. Nee, ist voll. Ja, ich geh die BGO leer machen. Ja, aber es ist voll. Ja, mach doch da hinten. Das ist nicht voll, ich sehe doch von hier, wie es streut. Ja, der zweite jetzt. Ja. So. Ich kann hier sowieso nicht fahren damit, weil geht nicht. Gewicht hin. Ja. Wenn die hat er noch einen Träger, oder? Naja. Das ist so. Na, lass wenigstens den zweiten noch voll machen, der ist halb leer. Ja, dann mach voll. Na, Randy fährt ja weg mit den Anhängern. Ach so. Hm. Aber keine Lust runter dran. Ja, ich aber das passt ja nicht alles rein dann hier. Ja, ich denke, du hast doch gerade entleert, oder nicht? Ja, aber das passt doch, dann musst du ja nochmal wegfahren, und nochmal. Ja. Ach, Menno. So, na gut, ich dresche jetzt. Jetzt bin ich aber ganz alleine hier. Ich hab gedacht, du bleibst mit Dagligi. Aber kann ich doch nichts machen. Sag mal, das Feld hier ist gedüngt? Scheint gedüngt. Was? Das scheint gedüngt. Okay. Guck mal, dann haben wir nur noch Feld 22 und dann sind wir schon durch. Dann haben wir alles geschafft, haben alles verkauft. Wir können endlich die Map wechseln. Gott sei Dank. Ich fühle mich echt wie in der Behindertenwerkstatt heute. Ja, ich will dich schon mal auf dein Praktikum vorbereiten. Danke. Bitte. Das bisschen Raps können wir doch stehen lassen hier in der Mitte. Das schert doch kein Schwein mehr danach, oder? Richtig. Abholz an dem ganzen Ding. Jetzt haben wir hier Gerste. Wie ist es der höchste Preis für Gerste? Genau, ne? Dann guck doch mal bitte, ich dreche. Na, hat es doch gerade verkauft, oder? Muss ja irgendwo verkauft haben. Ja, ich hab's irgendwo hingefahren und abgeladen. Was ist denn das für ein Scheiß? Immer nur zum Besten. Ja. Immer nur zum Besten, sag ich doch. Na, wo war das? Du warst bestimmt bei Getreidewanderlei. Was? Ich weiß auch nicht, was hier in der Nähe ist. Getreidewander. Also hast du nicht geguckt? Was? Ne, ich hab das da hingeschafft, wo du hingefahren bist. Das ist doch Kacke. Du warst auf deinem Deck. Also wird's, denke ich mal, schon richtig gewesen sein, wenn ich hast du einen Fehler gemacht. Ich hab keine Gerste verkauft. Lade, wir haben 1-3. Was? Schön. Was, 1,3 Millionen? Ah. Ja, dann brauchst du das letzte Feld nicht mehr ernten, wenn's Latte ist, also. Ah, jetzt wollen sie die ganze Zeit dreschen. Naja, nee, weil das ist doch Kacke.
Erst spüren wir hier tagelang wegen der Nachfrage und jetzt verkaufen wir es beim Buxtehude. Wir haben doch nicht bei Buxtehude verkauft, wir haben es doch bei Werner verkauft. Ja, Werner hat es wieder zum Spottpreis gekriegt. Nee, Werner hat eine Fähre. Werner hat eine Fähre und wo fährt er nach Norwegen damit oder was? Richtig. Ja, da war die Gasse nach Norwegen. Den verkauft sie viel teurer. Richtig. Das ist in Norwegen ja nicht unüblich. Sag mal, wie lange geht der Part schon? Möchtest du es wissen? Moment. Warte mal kurz gucken. Agrarwissgetreide. Das Agrarwissgetreide der Werner oder was? Nein. Nee, Getreide Werner ist was ein. Ah ja, Getreide Werner. Und noch, da habe ich noch die Gerste. Den Raps ganz gut weggekriegt. Und doch, Minus haben wir da nicht gemacht. Da war sogar Getreide. Ja, Raps. Nee, die Gerste vielleicht 12 Euro weniger, aber shit ems. Wir sind bei 16,13. Na, meine lieben Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich denke, das wird auch der letzte Part hier auf der Map werden. Bevor wir dann umsatteln. In diesem Sinne sind wir erstmal raus. Däumchen nicht vergessen. Bis dahin. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüss.